Und damit ein herzliches Willkommen zum ersten Tutorial-Video zum Thema Autodrive hier bei Westsachsen Let's Play. Ja, wo bekomme ich Autodrive? Wie benutze ich Autodrive? Und was kann ich eigentlich mit Autodrive alles machen? All das klären wir hier in diesen kleinen Tutorials. Das ein oder andere kommt dann noch hinterhergeschoben. Seid also gespannt. Ja, wo bekomme ich Autodrive her? Ganz einfach im World Wide Web. Logisch. Ne? Wir bekommen Autodrive, indem wir einfach eingeben bei Google Autodrive Download und kommen dann in der Regel bei GitHub raus, bei dem lieben Stefan S. Der hat das Autodrive ja mehr oder weniger bei GitHub hochgeladen und dort können wir uns das runterladen. Wir sehen hier eine kleine Übersicht über die letzte Release-Version von Autodrive und können diese auch direkt downloaden. Und zwar gehen wir da, also wenn wir hier in dem Fenster sind, scrollen wir hier runter an die Latest Release, die 2.0.1.6 in dem Fall, und dann klicken wir einfach hier bei Direct Download einmal drauf und schon ist es bei uns auf dem Rechner. Aber jetzt haben wir Autodrive bei uns im Download-Ordner. Einfach so, wie es ist, gehen wir dann im Prinzip in unseren Spielordner MyGames. Ja, also Dokumente auf eurem PC, Dokumente MyGames Farming Simulator. Und dort haben wir einen Ordner, der nennt sich Mods. Ist bei mir in dem Fall leer, weil ich alles mit dem Mod-Manager mache. Und dann schmeißen wir im Prinzip dieses Autodrive in den Mod-Ordner rein. Ich mache das jetzt mal hier anhand meiner Map Candeline, die ich mir runtergeladen habe, und dazu auch passend dazu die Autodrive-Kurse, die eigentlich schon in der Map drin waren, aber kann man trotzdem machen. Also wir schnappen uns FS22 Autodrive, ziehen das hier rüber in den Mod-Ordner zu den anderen Mods und haben Autodrive im Spiel. Das war's auf der Seite. Jetzt gucken wir ins Spiel rein. So, wir sind jetzt im Spiel und das erste, was wir gefragt werden, wenn wir Autodrive im Mod-Ordner von dem Spielstand haben: Soll Autodrive aus den Verkehrs- und Helferdaten der Karte ein Wegenetz erzeugen? Kann man machen, brauchen wir in diesem Fall nicht, weil wir wollen ja dann eine Datei einpflegen, eine vorhandene Autodrive-Datei einpflegen. Also in dem Fall drücken wir einfach Nein und wir landen auf der Karte. So. Und wie aktivieren wir jetzt Autodrive? Ganz einfach, dazu Tastenbefehl, Alt, linke Alt-Taste und die Ziffer 0 im Nummernblock. Und ihr seht, hier war schon was offen. Und ihr seht, wir haben ein kleines Fenster namens Autodrive. Soweit, so gut. Jetzt haben wir das Programm hier, aber wir haben noch keine Kurse. Da geht es jetzt weiter. Im Vornherein, bevor man Autodrive-Kurse, vorhandene, schon eingefahrene Autodrive-Kurse ins Spiel einpflegt, ganz wichtig, einmal Spiel speichern. Dauert jetzt in dem Fall ein paar Sekunden. Und dann gehen wir immer aus dem Spiel ganz normal raus, Spiel verlassen und merken, auf welchen Slot ihr dieses Spiel diesen Spielstand gespeichert habt. Ich denke mal, den meisten braucht man nicht erklären, wo man auf seinem PC den Spielstand vom LS22 findet, ist ganz klar. Immer in Dokumente MyGames Farming Simulator 2022 und dann im Prinzip, da habt ihr eure Save Games drin. Wie bekomme ich jetzt die Autodrive-Daten da rein?
Ganz einfach, ihr habt euch wahrscheinlich schon einen Autodrive-Kurs runtergeladen, in der Regel immer im ZIP-Format. Wenn wir dann die ZIP geöffnet haben, sehen wir, ist ein Bild drin, das ist nicht überall. Wir haben eine Autodrive-Config-XML und eine Autodrive-User-Starter-XML. Die Config-XML ist dafür für die ganzen Streckendaten. Von dem, was der liebe Autodrive-Einfahrer, wer auch immer das gemacht hat, was der eingefahren hat, das sind die Streckendaten. Und die Autodrive-User-Starter, sind die Einstellungen, die er dazu gemacht hat, also Kurvengeschwindigkeit und. Diese zwei Dateien sind interessant, diese brauchen wir und die kommt dann in das Dave-Game rein. Hier sind jetzt schon welche drin, ist aber nicht so schlimm. In der Regel, wenn ihr Autodrive noch nicht habt oder noch nicht benutzt habt, ist da auch nichts drin. Also wir nehmen diese zwei Dateien direkt im Autodrive, also in der ZIP-Datei, ziehen die hier rüber. In dem Fall müsste ich jetzt ersetzen, ich überspringe sie jetzt mal, ziehen die hier rüber und haben die hier drin. Wie es weitergeht? Gleich. Jetzt sind wir wieder zurück im Spiel und wenn wir alles richtig gemacht haben und beim Spielstand Laden Autodrive auch dementsprechend aktiviert hatten, dann können wir jetzt im Spiel Autodrive wieder mit der Tastenbelegung Alt und 0 aktivieren. Ja. Das ist schon mal geglückt. Autodrive ist aktiviert. Und jetzt klicken wir aufs Mausrad oder mittlere Maustaste, je nachdem, was ihr habt. Und können wieder in das Fenster Autodrive rein und sehen jetzt schon, hier steht was drin. Hier steht in dem Fall Händler drin. Und können jetzt anhand dieser Liste, hier steht noch Standard, aussuchen, wo wir unser Fahrzeug hinfahren wollen. Hier in dem Fall sind es jetzt die eingepflegten Autodrive-Daten, die zur Karte mitgeliefert wurden. Das scheint noch nicht ganz komplett zu sein, soll uns aber nicht interessieren. Also, wir haben jetzt runtergeladen Autodrive, wir haben Autodrive in den Mod-Ordner geschmissen. Von dem entsprechenden Spielstand, wenn man denn einen Mod-Manager benutzt. Dann haben wir die Autodrive-Kursdaten runtergeladen und haben die in das Save Game eingefügt. Jetzt sind wir hier und wir haben Autodrive mit Zielen. Wir können jetzt hier im Prinzip Ziele auswählen, wo wir das Fahrzeug hinschicken. Vorausgesetzt, der Einfahrer hat den Ort, wo wir jetzt stehen, schon ans Streckennetz angebunden. Da gucken wir mal anhand der Übersichtsmap, was eingefahren wurde. Um in die Übersichtsmap oder um in der Übersichtsmap, in der großen Map zu sehen, ob es Autodrive-Strecken schon aktuell gibt, klicken wir, bevor wir auf die Map gehen, klicken wir auf dieses Ausrufezeichen und da sehen wir jetzt schon, oh, hier kommen so Striche, Punkte und so ein Kram. Hier ist schon mal was gemacht worden. Wir haben jetzt den Bearbeitungsmodus sozusagen aktiviert oder wie nennt er sich? Editor-Modus, genau. Und wenn wir jetzt mit Escape auf die Karte gehen und dann hier das Lenkrad für die Helfer benutzen, dann sehen wir blaue und grüne Linien. Sehen wir so über die Map verteilt. In dem Fall sind das jetzt hier die Straßen, die soweit alle eingefahren wurden. Und ein paar Produktionen, beziehungsweise ich schätze mal größtenteils der Hof. Und ein paar andere Kleinigkeiten wie der Händler zum Beispiel und sonst nichts weiter. Ist jetzt aber, soll uns jetzt nicht interessieren, es geht ja jetzt reinweg um die Funktion. Wir sehen also, hier wurde schon ein bisschen was gemacht. So, wir verlassen im Prinzip die Übersichtskarte wieder. Wir sehen auch hier, wo unser Trecker steht, es wurde bereits schon irgendwie was eingefahren. Jetzt ganz einfach mit. Wir machen das hier wieder aus, das der Übersicht halber und der Ressourcen wegen. lassen wir das mal so, wie es ist. Jetzt wollen wir mit dem Trecker, ich würde mal sagen, was nehmen wir? Wir nehmen jetzt irgendwas, wir fahren jetzt mal in die BGA auf die Waage. Wir wollen unser Auto wiegen.
Wir suchen im Prinzip hier im Fensterchen unser Ziel aus, wo wir hin wollen. Hier unten muss dringend der Modus jetzt erstmal fahren stehen, die Straße. Kann man umschalten. Machen wir aber später. Wir bleiben jetzt bei der Funktion. Wir wollen uns jetzt zurücklehnen und wollen einfach mal die BGA auf die Waage fahren, ausgesucht und einfach dieses Power-Knöpfchen drücken und der Kollege fährt los. Er will zwar eine Werkstatt, aber das ist jetzt eine andere Funktion. So. Ich tue nichts. Das passiert jetzt alles vollautomatisch. Auto-3-Fahrer fährt jetzt. Da können wir noch die Strecke einblenden. Jetzt sehen wir auch überall, wo er lang fährt, ist der Auto-3-Fahrer schon mal gewesen. Während unser Auto-3-Fahrer jetzt unterwegs ist, haben wir uns schon mal an den Zielpunkt gestellt, hier an die Waage. Und er müsste jetzt in dem Moment eigentlich auftauchen. Da ist er. Und am Ziel gibt er dann Meldung, ich bin da. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Wir stehen hier an der Waage, an der BGA. Auto-3-Fahrer fährt drauf. Zielpunkt ist da vorne. Er ist angekommen. Und wir haben die Meldung oben stehen. Der Fahrer ist angekommen. Das sagt für uns, oh, Auto-3-Fahrer ist da. Wir können wieder das Fahrzeug übernehmen. Das war Grundfunktion. Ich fahre mal wohin. Mehrere Funktionen hat Auto-3 auch noch, aber die kommen alle in späteren Videos. Solltet ihr Fragen, Wünsche, Anregungen zum Thema Auto-3, Kurse erstellen und so weiter haben, seid gespannt, kommen noch mehr Videos. Ansonsten bleibt dran und lasst den Kanal gern einen Kommentar da, ein Däumchen nach oben oder ein Abo. Würde mich freuen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.